warm and welcome, and Helmut Philipp. Ja, vielen Dank. Versuch mal auch ein bisschen hier reinzusprechen. Eigentlich ist es nicht nötig, oder? Wenn ich so rede, geht das doch auch, oder? Das Problem ist einfach nur, dass meine Stimme nicht so mitmacht in den letzten zwei Tagen und dann mache ich das dann hinterher doch so. Also der Jugo hat im Grunde schon das Wichtigste gesagt, ihr könnt hinterher das Buch kaufen bei mir. Das müsst ihr auch machen, weil ich habe die mit dem Zug hier hochgeschleppt. Ich will die auf gar keinen Fall alle wieder mit zurückschleppen. Dieses Buch wiegt 600 Gramm. Da kann man mal ausrechnen, wenn man 10 Bücher mitnimmt, auf was man sich da eingelassen hat. Das wusste ich nicht, dass es so schwer würde. Also, mein Name ist Helmut Philipps. Ich bin Autor bei der RIDIM zum Beispiel oder bei einer Zeitung, die ich MINT. Das ist eine Zeitung, da geht es ausschließlich um Vinyl. Ich bin aber auch Tontechniker seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich arbeite seit über 30 Jahren für jemanden, der beim Fernsehen mit einem auffälligen Haarschnitt unterwegs ist. Mit dem mache ich so im Jahr 100 Konzerte. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, Reggae-Platten selbst zu produzieren. Das erwähne ich deshalb, weil im Zusammenhang mit dem Thema Dub ist es ganz gut, wenn man ein bisschen auch über Technik was weiß, weil manche Sachen dabei sind einfach technische Fragen. Und ich habe 2007 ein erstes Buch geschrieben, zusammen mit Olaf Kanek, das hieß Reggae in Deutschland. Das war die Zeit, als Gentleman weit oben in Charts war und wo Seed weit oben in den Charts war und wo Verlag gedacht hat, da brauchen wir auch ein Buch über Reggae in Deutschland. Und dann haben wir das geschrieben 2007. Also ich muss sagen, das hat mich so angekickt, dass ich danach sofort überlegt habe, so was machst du denn jetzt als nächstes für ein Buch? Also Artikel schreiben für Zeitungen macht Spaß, aber das ist immer so Deadline getrieben und hat auch so viele Vorgaben. Ein Buch zu schreiben ist schon einerseits mit sehr viel Freiheit verbunden, andererseits kann man sich auch wirklich einarbeiten in Themen. Also ich recherchiere sehr gerne und dann habe ich ein Thema gesucht und hatte dann eine Idee, die war nächstes eine andere Idee und dann kamen Freunde, die ich schon lange kenne, die dann gesagt haben, Helmut, schreib ein Buch über Dub, was hältst du davon? Du mischst selber Dubs, du hast Ahnung von Tontechnik, du kannst die richtigen Fragen stellen, wie ist das? Überleg dir das mal. Ich habe nicht lange überlegt, ich habe gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee, also es war nicht meine Idee, sie ist mir zugetragen worden. Ich habe es aber dann übernommen und habe ab 2010 gezielt angefangen, Interviews zu führen. Und zwar immer dann, wenn sich Gelegenheiten ergeben haben. Also wenn irgendwo jemand war, von dem ich dachte, das ist eine interessante Person, die man dazu befragen kann, dann habe ich das gemacht. Und so waren die ersten zum Beispiel Soulgy Hamill, der im Channel One sehr viele Platten gemacht hat. Den habe ich in Bielefeld getroffen. Wo trifft man Jamaikaner? In Bielefeld. Und der zweite war Pat Kelly, den kaum jemand auf dem Schirm hat, weil es eigentlich ein Sänger ist, der war bei den Techniques und hat eine große Solo-Karriere gemacht, aber das ist ein ausgebildeter Elektroingenieur gewesen und der hat viele, viele Jahre bei King Tubby gearbeitet, fällt oft auch unter diese, dass man Namen draufschreibt, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber dem Verkauf dienen. Also es gibt Platten, da steht man oben, dann steht aber Mixed by Pat Kelly oder irgendjemand. Das ist aber bis heute so. Also Mixed by Scientist steht drauf und sagt, nie im Leben ist es Scientist. Aber der Name, der es wirklich gemischt hatte, besser gewesen. So, dann bin ich bei jeder Gelegenheit, wo irgendjemand war, nach Belgien gefahren zum Reggae Gael. Ich war beim Garance Festival in Frankreich, beim Summer Jam, klar, beim Reggae Jam, beim Reggae Summer. Ich war in London, habe da Scientist getroffen, ich war zweimal in Jamaika und habe überall Gespräche geführt in Jamaika, unter anderem mit Sylvan Morris und der hat dann zu mir gesagt, du stellst Fragen, die hat noch kein Mensch gestellt. Noch nie hat mich irgendjemand nach Bändchenmikrofonen gefragt. Wenn mich jemand interviewt hat, dann wollten die immer nur wissen, wie war das denn mit Bob Marley? Und du hast nur nicht einmal nach Bob Marley gefragt. Ja, mich hat eben in dem Fall mehr interessiert, was die mit den Bändchenmikrofonen gemacht haben und warum sie überhaupt angefangen haben zu dubben. Und dabei stellt man dann irgendwann ziemlich schnell fest, dass wenn man sich in Jamaika, und das ist jetzt kein exklusives jamaikanisches Problem, sondern ist vielleicht
ich drücke es mal vorsichtig aus, ein dritte Weltproblem. Also das kann dann in Lateinamerika und in Afrika genauso begegnen. Wenn man mit Leuten sich über Geschichte unterhält, die gar kein Geschichtsbewusstsein haben, weil Geschichte in ihrer Kultur keine Rolle spielt, dann kriegt man manchmal Antworten, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Oder Informationen, weil das immer so ich-bezogene Informationen sind, weil das ich-bezogen heißt, ich habe damals das und das gemacht. Das war die, was weiß ich, die Zeit, als mein dritter Sohn geboren wurde. Und wann war das denn dann so genau? Weiß man nicht. Und eine Anekdote in dem Zusammenhang, ich war mit einem Freund in Kingston im Edna Manley College. Das ist eine Musikerausbildungsstätte und auch Schauspielerausbildungsstätte. Und mein Freund stellt mich da dem Devon Richardson vor. 2017 ist das gewesen. Devon Richardson war der Drummer von der We the People Band. Ich muss immer so ein bisschen blinzeln, wenn ich einen halben Schritt nach vorne mache. Und wenn ich einen halben Schritt nach hinten mache, trete ich auf Menschen. We the People Band war die Band von Dennis Brown, mit der Dennis Brown unterwegs war und der Drummer. Und dann sagt mein Freund hier, das ist Helmut Phillips aus Deutschland und der schreibt ein Buch über Dub. Und dann sagt er, ein Buch über Dub, boah, das ist ja echt eine coole Idee, gibt es ja irgendwie gar nichts. Dann musst du unbedingt mit Errol Thompson sprechen. Errol Thompson ist 2004 gestorben. 2017 empfiehlt mir jemand, ich muss mit ihm sprechen. Das zeigt, dass selbst in dieser kleinen Blase der jamaikanischen Musik in Jamaika es Situationen gibt, wo die Leute nicht wissen, was historisch tatsächlich passiert ist. Oder Pat Kelly, als ich den interviewt habe, weil man muss einfach auch Fragen stellen, die gezielt irgendwie eine Phase, eine Zeitangabe erwarten. Der hat dann immer, wenn ich gefragt habe, wann war das, dann machte der so einen Move so auf seinem Kopf und kramte so, als ob er so in den Winkeln seines Gehirns die Jahreszahl suchte. Und da war dann so, must be 72, 74, 76, must be early 70s. Das war dann immer die Antwort. Das heißt, viele Sachen muss man zusammensetzen aus dem, was man sich erzählen lässt, aus dem, was man an Platten Informationen raussaugen kann und an dem, was man analytisch auch raushören kann, wenn in der Musik möglich war. Wir reden ja von einer Musik, die angefangen hat, auf einer Spur stattzufinden, also mit einem einzigen Mikrofon eine ganze Band aufnehmen und es gab eine Spur, dann gab es zwei Spuren. Und da muss man dann eben auch fragen, wie hat das denn stattgefunden mit dem Dub, wenn man überhaupt gar keinen Zugriff auf die Musik hat. Man muss ja, um dubben zu können, die Möglichkeit haben, auf einzelne Spuren in der Musik zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob euch allen klar ist, wie das funktioniert mit Spuren. Du hast eine Tonbandmaschine, da sind zum Beispiel vier Spuren drauf. Auf einer Spur ist Bass und Schlagzeug, an der nächsten Spur sind die Gitarren, auf der dritten Spur sind die Gesänge, auf der vierten Spur sind die Bläser, grob jetzt gesagt. Und wenn man dubben will, muss man in der Lage sein, was weiß ich, die Bläser wegzumachen, mal eben kurz den Gesang aufzublenden, das Schlagzeug wegzumachen, Effekt draufzudrehen. Wenn man das nicht hat, wie hat man das denn dann gemacht? Weil die Idee des Dubs, die war schon viel früher als Spurtonband. Woher kommt diese ganze Idee denn überhaupt? Und da habe ich festgestellt, dass da wahrscheinlich die größte Wissenslücke ist bei den Leuten, die so zu den Dub-Fans gehören, weil die immer meinen, ja, die Stars waren die Engineer. Aber es ist keine Musik der Engineer. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dub-Musik hat angefangen, weil die Soundsystem-Betreiber, ich glaube, Soundsystem muss ich nie erklären, sonst einmal da hingucken, das sind halt Lautsprecher, die man irgendwo hinstellt. Und die Leute, die diese Sachen betreiben, sind früher immer eine Begleiterscheinung gewesen von anderen Geschäftsleuten, die Getränke verkaufen wollten, die Rum verkaufen wollten. Duke Reed hatte einen Liquor Store, Cox & Dodd hat Getränke verkauft. Und damit die Leute kommen und bei ihnen am Stand den Rum kaufen und das Retztreibbier, haben sie Musik aufgelegt. Da das aber auch alle gemacht haben und draußen in Jamaika und nicht nur in Jamaika, überall da, wo die Nächte heiß oder warm sind, ist es auch in Indien, man findet es überall in Afrika, werden Lautsprecher aufgebaut. Also Soundsystems sind keine jamaikanische Erfindung, aber Soundsystem-Kultur ist eine jamaikanische Entwicklung. Und um da die Leute zu locken, damit die zu Duke Reed kommen und nicht zu Cox & Dodd gehen, muss man etwas haben, was nur Duke Reed hat und Cox & Dodd nicht. Irgendetwas Exklusives. Du brauchst eine Musik, die kein anderer hat. Am Anfang haben sie alle Platten aufgelegt, also die jamaikanische Musikindustrie
erst später an. Die Sound Systems gibt es schon eher. Sie haben Platten aufgelegt, die Vertragsarbeiter aus Amerika mitgebracht haben. Und da gibt es dann diese Legende, dass Duke Reed eine Platte hatte, auf die alle verrückt waren. Und damit das keiner kopieren konnte, hat er dann bei dem Label alle Informationen weggekratzt. Das war also sozusagen das erste Blanc, was es gab, hat es aufgelegt und war dann sehr wütend, als irgendwann jemand anders aus Amerika dieselbe Platte auch mitgebracht hat. So, und dann sind sie auf die Idee gekommen, es gibt einen erfolgreichen Hit und von diesem erfolgreichen Hit hätten wir gerne eine Version, einen Mix, der anders ist als der normale. Also, nur als Beispiel, lass einfach mal die Bläser weg. Ist das möglich? Oder lass mal den Gesang weg. Da sind zufällige Geschichten bei passiert, dass sich das entwickelt hatte. Die will ich jetzt nicht alle einzeln aufdröseln. Aber das ist der Anfang der Dub-Musik, dass die Leute mit ins Studio gegangen sind, zu den Ingenieuren, haben gesagt, wir haben hier diesen Tune, den hast du damals gemacht. Und von diesem Tune wollen wir eine Version, die kein anderer hat. Und damit hat es angefangen. Und nachdem der Erste damit Erfolg hatte, wollte der Zweite das auch haben. Und hinterher wollten sie das alle haben. Und das hat dazu geführt, dass man kreativ werden musste im Studio. Man musste eben sich was einfallen lassen, dass aus diesem einen Song viele unterschiedliche Versionen entstehen können. Und so ist es dazu gekommen, dass man eben auch mit Effekten und Metalleffekten und solchen Sachen gespielt hat. Aber wenn man sich ganz frühe Dub-Sachen anhört, ganz frühe Singles, wo auf der B-Seite ein Dub drauf ist, da gibt es kein Echo oder Metall. Da ist einfach nur weg, Drum and Bass. Und das wiederum hat den Grund, ich habe eben erzählt, man musste oder erwähnt, dass man ja Möglichkeiten finden musste, wie man damit kreativ umgehen kann. Also irgendwann haben die Studioleute gemerkt, diese Aufträge von den Soundsystems, die gehören jetzt zu unserem Geschäft. Also müssen wir irgendwas machen. Wir haben aber ja nur zwei Spuren, mit denen wir die Musik aufnehmen. Mit einer Spur war noch nichts möglich, aber mit zwei Spuren. Was machen wir denn da? Und das wusste ich auch nicht, das habe ich bei meinen Recherchen mit Mike herausgekriegt. Sie haben einfach mit zwei Tonbandmaschinen gearbeitet. Sie haben auf der einen Tonbandmaschine so aufgenommen, wie er gemeint war, mit der ganzen Band und mit dem Gesang. Und haben gleichzeitig eine zweite Tonbandmaschine laufen lassen. Und dahin hat man Drum and Bass geroutet. Das ist ein reiner technischer Vorgang, wie man das so einstellt, sodass da alles hingeht und auf diese Tonbandmaschine geht nur Bass und Schlagzeug. Weil man mit diesem Bass und Schlagzeug Sequenzen neue Sachen machen konnte. Man konnte neue Overdubs machen und so weiter. Man konnte irgendwas draufspielen, um was Exklusives zu haben. Und aus dieser Zeit stammt die Legende, dass Dub Drum and Bass ist. Das hat einfach zu tun, weil es am Anfang nichts anderes gab. In die historische Geschichte von Dub-Musik und vergleicht das mal, wird man nur ganz, 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 ganz wenige Platten finden, die diese These Dub ist Drum and Bass bestätigen. Das sind eine Handvoll Platten, wo das mal passiert ist, aber die Essenz des Dubs sind ja die Sachen, die man auf Drum and Bass drauf spielt. Also diese kleine Fetzen des Gesangs, diese Sequenzen, die man so aus Bläsern rauszieht oder aus anderen Melodien. Weil die Idee dahinter ist ja, es läuft etwas, was wir alle kennen, auch wenn wir es nicht hören. Wir hören einen Rhythm, wir hören einen Teil einer Melodie und dann ist die weg, aber in unserem Kopf ist die Melodie immer noch da. Und wir können zu Drum and Bass und Dubs Songs singen, woher dieser Dub eigentlich gezogen worden ist. Und diese imaginäre Verbindung, die im Kopf so stattfindet, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass eben dieser Erkennensmoment von den Sachen viel wichtiger ist als dieses boah, unfassbare Lautstärke und dann der. Das sind alles schöne Nebeneffekte. Wir reden über eine Zeit, da waren Soundsystem-Lautsprecher noch nicht mal so groß wie das kleine Gesteck da vorne. Also ungefähr so Kühlschrankgröße. Das, was wir heute erleben als Soundsystem und als völlig normal empfinden, diese riesigen Wände, war eigentlich die Ausnahme. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so, ich will einfach nur beschreiben, wo es herkommt. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein,
dass diese ganze Geschichte immer eine parallele Entwicklung hat. Das heißt, DAB wird immer aufwendiger, immer besser, immer virtuoser, je mehr die Technik sich entwickelt. Also Studiotechnik war ja eine Spur, dann zwei, dann sind es vier. Jahrelang waren es vier Spuren. Irgendwann werden es dann 8 und 16 und so weiter, es verdoppelt sich oder dann werden es 24 und heute sind wir bei unendlich. Aber am Anfang sind es vier Spuren und mit diesen vier Spuren hat man eben die Möglichkeit, mit einfach nur vier Federn das Ganze zu machen. Man kann mit einem Feder rausnehmen und verändern und bearbeiten. Und als ich das Buch angefangen habe, war mir ziemlich schnell klar, dass diese historischen Abläufe und diese technischen Entwicklungen die Basis sein müssen. Also dass mein Buch so eine Art Biografie sein muss. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass immer einer nach dem anderen gekommen ist, sondern die Entwicklungen gehen natürlich auch parallel. Aber was ich eben wollte, war die Chronik der Geschichte aufschreiben, sowas wie Oral History. Also ich wollte mit den Leuten, die es gemacht haben, mich darüber unterhalten und mir war von vornherein klar, dass Gespräche, soweit sie denn möglich sind, viele der Protagonisten oder einige wichtige wie King Tubby und so weiter leben ja nicht mehr, so viele Gespräche führen zu können wie möglich. Deshalb gibt es in dem Buch auch ganz viele Sequenzen, die aus Dialogen bestehen. Also es gibt Essays, die beschreiben dann eben King Tubby oder Vorgeschichte und so weiter. Aber sobald ich irgendwie einen Zeitzeugen hatte, habe ich mit dem ein Gespräch geführt und die sind dann in unterschiedlichen Längen auch in dem Buch drin. Eine ganz wichtige Sache, die mir aufgefallen ist, man muss, wenn man sich mit Geschichte befasst, immer auch sich darüber im Klaren sein, dass Geschichte verbunden ist mit einem Lernprozess. Also man kann jetzt nicht Geschichte einfach nur so nacherzählen, sondern man erfährt auch Dinge, die man vorher gar nicht so wusste, die man auch anders gesehen hat. Und mir war zum Beispiel nicht klar, wie groß der Einfluss des Jazz auf die jamaikanische Musik war. Und das hat ganz unterschiedliche Quellen gegeben und vieles erklärt sich dann auch. Also zum Beispiel weiß ich von David Rodding hat mir das erzählt, dass King Tubby ihnen irgendwann, dass die beiden waren sehr eng befreundet und Tubby hat dann irgendwann gesagt, David, ich muss dir mal was zeigen. Und dann sind die zu einer anderen Tür gegangen, da wo das Studio ist. Eine Tür, die immer verschlossen war und die Rodding auch nie gesehen hat. Dann stieß er die auf und dann betrat man das Heiligtum von King Tubby. Das war ein Raum, der bestand nur aus Langspielplatten, eine komplette Jazzsammlung. Die größte Jazzsammlung, die Karibik je gesehen hat. Und das hat sich dann im Laufe meiner Gespräche auch verifiziert, dass andere Leute gesagt haben, dass Tubby seinen Arbeitstag immer gemacht hat, dass er sich da eine Jazzplatte rausgeholt hat und die aufgelegt hat. Und das war der Anfang. Gleichzeitig hat King Tubby, der Anfang seines Arbeitstages, gleichzeitig hat King Tubby seinen Ingenieuren, die bei ihm gearbeitet haben, die Möglichkeit eingeräumt, diese Platten aufzunehmen. Da war ein Tape-Deck und ein Plattenspieler und jeder konnte sich die Platten aufnehmen, die man wollte. Wir reden hier über Coltrane und Miles Davis und Charlie Parker und solche Leute. Und Pat Kelly wiederum hat auch gesagt, ich habe da mir das alles aufgenommen und das haben wir gehört. Wenn man dann mit diesem Wissen, dass Tubby ein Jazz-Fan war, sich anhört, wie seine Mixe sind und wie das so alles gelaufen ist, das ist ja nicht programmiert, das passiert ja alles on the fly. Das sind jazzige Improvisationen, aus der Hand eines Technikers am Mischpult. Und das wiederholt sich. Coxon Dodd, der Mann von Giovanni, hatte auch eine nicht so große wie King Tubby, aber auch eine riesige Jazzabteilung. Seine Band waren, das wissen wir, eine Jazzband. Die ersten Dubplates, die aus dem Studio One kommen, sind alles Dubplates, Specials mit Overdubs, die von Jazzmusikern draufgespielt werden. Alles Musiker, die aus der Alpha Boys School zum Beispiel kamen. Lee Perry ist gefragt worden, was hörst du eigentlich, wenn du keinen Reggae hörst? Ja, dann höre ich Jazz. Hat einen riesigen Einfluss auf die jamaikanische Musik und realisiert hat, hört man ganz viele Platten anders. Tommy McCook meets the Aggravators at King Tubby Station oder wie dann hört man Jazzmusik von Dub unterlegt. Also die Playbacks, die Bands, die da spielen, ist alles sehr Dubby gemischt und darüber spielt Tommy McCook oder Don Ellis irgendwelche Jazz-Soli. Und das ist deshalb ein wichtiger Punkt, weil irgendwann ja eine Zeit kommt,
wo die Musik digital hergestellt wird und wo man hergeht, am Anfang, inzwischen hat sich da auch wieder was geändert, aber am Anfang wurde dann Dub auf einmal programmiert. Ein großer Streitfall, der in Jamaika auch im Wesentlichen abgelehnt wird, weil es einfach dem Wesen des Dub nicht entspricht. Es hört wegmachen kann und weil man Echo drauf spielen kann und Hall drauf spielen kann, aber es ist vom Wesen her eigentlich kein Dub. Ich habe dann 2014 angefangen, die ersten Kapitel zu schreiben und 8 Jahre später war das Buch dann fertig und das ist dann zufälligerweise zum 50-jährigen Jubiläum des Dubs aus Jamaika war, wie das der Untertitel hier sagt, das war reiner Zufall. Also das habe ich nicht avisiert, das Buch war fertig und dann, wann kamen denn die ersten Platten? Und die ersten Platten waren 1973, 5 Stück erschienen, 4 davon habe ich mitgebracht. Das ist Java, 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 Java Dub aus dem Rendi-Studio von Errol Thompson gemischt, produziert von Clive Chin, den ich mehrfach getroffen habe, einmal auch hier in Berlin, vielleicht war da jemand, als der im Jam mal einen Vortrag gehalten und aufgelegt hat, da war ich sozusagen der Host und Gesprächspartner von ihm. Clive Chin hat bei allen Treffen, die ich mit ihm hatte, immer geschworen, dass diese Platte die erste ist. Und er könnte es beweisen. Er hätte die Rechnung. Diese Rechnung hat nie jemand gesehen. Nur seiner Entschuldigung vielleicht vorbringen, dass man 50 Jahre später nicht immer die Rechnung damals auf Tasche hat. Es spricht einiges davon, dass tatsächlich die erste war. Dann gibt es eine, die kommt von Joe Gibbs, die heißt Dub Serial, die ist auch von Errol Thompson gemischt worden, als er noch bei Rendis gearbeitet hat und diese andere Platte gemacht hat. Zu dieser Platte gibt es aber auch ein Pre-Release unter dem Namen Dub Sequello. Und der erschien schon Ende 1972. Das heißt, das eine könnte die erste von 73 sein, die könnte in ihrer ersten Version höher gewesen sein. Die dritte ist die sah am Anfang nicht so aus, Lee Perry, Blackboard Jungle Dub, die hieß am Anfang Upsetter 14, Blackboard Jungle, hatte gar kein Cover. Und ist auch nur zum Teil von Lee Perry gemischt worden, sondern zum größten Teil von King Tubby, weil Lee Perry noch gar kein Studio hatte. Lee Perry hatte dann Ende 1973 sein Studio auffertigt und hat auch noch ein paar Tunes dazu beigetragen, ein paar Mixe dazu beigetragen. Ist auf jeden Fall eine von den Platten, die leere Fans unbedingt haben sollten, denn da zeigt sich zum ersten Mal die Stärke von Black Ark Sound und von dem, was Lee Perry so kann. Dann gibt es eine, die habe ich nicht mitgebracht, weil ich sie nicht als Vinyl habe. Und ich habe gedacht, in einem Plattenladen bringe ich keine CD mit. Das ist die von Herman Chinloy, die heißt Aquarius Dub. Behauptet, dass seine LP die allererste gewesen sei. Und um das zu beweisen, hat er irgendwann angefangen, die alten Cover von 1973 zu nehmen und dann aber auf die Rückseite zu schreiben, released 1972. Das kann man auch historisch nachweisen, das stimmt einfach nicht. Die ist 73 rausgekommen und nicht 72. Und die fünfte von Prinz Buster, die sieht so aus. Einer meiner, das ist von denen, die ich gezeigt habe, die einzige Originale, die Perry auch. Und das ist auch eine Original, die ist vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Aus England mit einem Brexit-Sondersteuersatz obendrauf von 65 Euro. Da fragt man sie auch, die haben das irgendwie. Das ist auch eine der ersten, und zwar die erste gute, sagt Prinz Buster. Es war nicht die erste, aber es war die erste gute. So, die sind alle, sagen wir mal, ihr Geld durchaus wert. Jetzt nochmal bei diesen 50er Jahre Jubiläum. Ich habe dieses Buch auf einer Tagung vorgestellt von der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft und da war aus Botschafterin. Und die hat da mehr oder weniger mit offenem Mund gesehen und hat gesagt, das kann nicht sein. Da passiert etwas, da gibt es ein Jubiläum in Jamaika
und keiner von uns hat Ahnung und in Deutschland erzählt mir ein weißer Journalist davon. Das ist eben auch ein Teil des Geschichtsbewusstseins auf Jamaika. Aber es ist auch ganz interessant, was man hier so an Reaktionen kriegt. Also ich kriege natürlich sehr viel Feedback, was mich immer sehr berührt und auch sehr freut. Ich finde diese Fotos, wo Leute sich vor ihren Platten so ausbreiten, die sie um sich rum hingelegt haben, mein Buch in der Hand und dann steht unten drunter, wegen dir müssen wir jetzt noch ganz viele andere Platten kaufen. Solche Sachen. Junge Leute hatten, ein junger Mann hat mir geschrieben, ich hätte wahrscheinlich gar keine Ahnung, was ich für die jungen Dub-Nerds machen würde mit diesem Buch, denn sie wären so drauf auf dieser Musik und es gibt nirgendwo Informationen. Es gibt viele Informationen über aktuellen Dub-Releases, Geo-Dub und solche Geschichten. Aber zu diesen Originalsachen gibt es relativ wenig. Und der sagt, und du schreibst das Buch, wo wir dann endlich das alles lesen können, wie es gewesen ist, wie es passiert ist. Dann gibt es Leute, oder der Deutschlandfunk hat gesagt, das ist die Bibel des Dub. Ist sie nicht. Also ich habe zwar Theologie studiert, aber ich hatte nie. Wobei die Menge der Namen, die hier stehen, da könnte es gut mithalten. Da gefällt mir schon eher diese Assoziation, die man von dem Artwork hergenommen hat. Dies ist das Schwarzbuch des Dub. Da sind aber Schwarzbücher, ist ja ein Begriff, es gibt das Buch der Steuerhinterziehung und was weiß ich nicht. Schwarzbücher decken immer irgendwelche Skandale auf. Und dieses Buch deckt keine Skandale auf. Aber dieses Buch deckt ein paar Geheimnisse auf. Zum Beispiel, wenn man sich das überlegt, 4 Spuren gibt es. Auf der erste ist Drum und Bass. Und die anderen sind jetzt alle mal nicht wichtig. Und dann hören wir Dub-Platten. Und da läuft das Schlagzeug alleine, ohne den Bass. Was aber nicht möglich ist, wenn Bass und Schlagzeug auf einer Spur sind. Wie haben die das gemacht? Wusste ich nicht. War ich lange hinterher. Und jetzt einfach so als Teaser, die Antwort findet ihr hier drin. Eine andere Sache ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele Reissues von Dub-Platten. Ich will mal eine zeigen. Diese Platte ist keine hundertprozentige Dub-Platte. Kennt ihr die? Super. Für mich eine, also wenn nicht von die Beste, dann eine der ersten, die Perrier gemacht hat. Zu dieser Platte gibt es die Legende, dass es eine jamaikanische Pressung gibt. Und die soll anders sein. Die sollen einen anderen Mix haben und ein anderes Cover haben. Wie das Cover war, das andere, das hat man sehen können, das findet man im Netz. Aber man hat diese andere Platte nie gekriegt, weil die nur in ganz, ganz kleiner Auflage ist. Und jetzt gibt es diese andere Platte. Und sie steht da vorne auch irgendwo, habe ich gesehen. Und jetzt kann man tatsächlich sagen, ja, da ist etwas anders. Aber der einzige Unterschied ist eine andere Track-Order. Und bei einer Nummer sind 30 Sekunden mehr dran. Der Mix ist völlig identisch. Cool. Einfach eine sehr coole Platte. Und dann gibt es mega rar, habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich gedacht habe, die würde ich finden, von Boris Gardner, Super Ultra Dub und Ultra Roots Dub. Das sind Platten, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Die sind der rareste Scheiß, den es überhaupt gibt. Und die wurden vor ein paar Monaten auch wieder neu aufgelegt. Das sind Beispiele, das könnte man jetzt ohne Ende weiterführen. Nur komischerweise, es gibt keine Reissues von Scientist. Wie kommt das, dass das möglich ist? Und ich habe mit Scientist, als ich ihn in London getroffen habe, mich unterhalten. Und da hat er dann erzählt, und da haben wir gesprochen über diese Platten, die von Greensleeves rausgekommen sind. Es gibt 6 Greensleeves-Platten von Scientist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wins the World Cup, the Big Showdown mit Jummies. Ich habe 3 mitgebracht. Und diese Scientist Rids the World of the Evil Cause of the Vampires. Und noch 3 weitere. Die sehen alle gleich aus mit dieser Ästhetik. Sind 100-fach aufgelegt worden. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass die Originale, die Erstauflage inzwischen auch so um die 80 bis 100 Euro oder je nachdem kostet. Mit diesen Platten ist ein großes Drama angefangen, auf das ich gleich dann nochmal eingehen würde. Ich möchte dann jetzt einfach mal einen kleinen Abschnitt lesen aus dem Buch,
kurzen Abschnitt, der die Vorgeschichte von diesen Platten erzählt. Und dann können wir damit weitermachen. Ich sollte vielleicht eines noch mal kurz sagen. Ich habe die Auflage, oder ich soll eine Stunde machen. Also ich soll ein kurzes Set spielen, deshalb gibt es heute nur die Single Edition, weil ich nämlich morgen ja auch noch mal im Dub Café bin und da gibt es dann die Extended Version sozusagen. Und deshalb würde ich mich dann mit diesem Thema Scientist, was kurios und spannend ist, dann erstmal beschränken. Wenn ich von hier lese, hört ihr das oder soll ich eher hier so ein bisschen ans Mikro gehen? Ist angenehmer, oder? Blendet mich zwar, aber okay. Hopton Overton Brown wächst auf bei seinen Großeltern in Harborview, einer am untersten Zipfel von Kingston gelegenen Fischersiedlung. Es ist der letzte bewohnte Flecken der Stadt, bevor man auf den Norman Manley Flughafen fährt. 1962 wird Jamaika unabhängig. Zwei Jahre zuvor entsteht hier die junge Gemeinde in eben dem Jahr, in dem Hopton am 18. April zur Welt kommt. Der Vater lebt in Harborview, die Mutter wandert aus nach Amerika. Sie versucht, den Jungen nachzuholen, als er 8 Jahre alt ist. Das Vorhaben scheitert, weil Hopton nichts von dem, was ihn interessiert, bei ihr lernen kann. Er kehrt zurück zu seinem Vater, der als Fernseh- und Radioreparateur arbeitet und in ihm die Leidenschaft für Elektronik weckt. Mit 16 Jahren geht er dem Vater nicht nur zur Hand, sondern baut bereits selber Verstärker für kleine Soundsystems. Zum Testen der Funktionstüchtigkeit nutzt er von Dubs, die von King Tubby gemischt wurden, und ist beeindruckt von deren außergewöhnlichen Dynamik. Diesen Mann muss er kennenlernen, er will mit ihm fachsimpeln. Im Alter von 17 hakt er die Schule ab und macht sich auf zur rund 18 Kilometer entfernten Dromeley Avenue. Ein Freund namens Francis, der dort Fenstergitter montiert, stellt ihn Tubby vor. Fenstergitter gehören zur Grundausstattung in Jamaika. Es gibt keine Fenster, wo nicht ein sogenannter Grill davor ist. Hopton steht am Anfang eines erfolgreichen Weges als tontechnischer Spezialist mit der Reputation eines Wissenschaftlers. Doch zunächst ist die Arbeit im Studio unerwartbar. Tubby lässt ihn lediglich Transformatoren wickeln, was Hopton aber nicht weiter stört. Er sucht vor allem das Gespräch, um Tubby seine Vision von einem automatisierten Mischpult darzulegen. Die Idee einer Anforderung von Dub entwickelten Konsole wird ihn bis in die Gegenwart nicht loslassen. Gegen Ende der 70er Jahre jedoch sind derartige Gedanken wie ein Blick in die Sterne. Zeugen dieser Gespräche erscheint der Halbstarke wie ein Prophet, der von der Zukunft berichtet. In diesen Situationen die Gelegenheit aufgebracht hat, ist unklar. Auf einmal ist der Name da und bleibt. Dass man ihn in einem Land wie Jamaika, wo Dappis, Obea, Spiritualität und Magie zum täglichen Leben gehören, in Verbindung bringt mit der Geisterbeschwörung des Voodoo, bei der Science für das Unerklärliche steht, scheint nahe zu liegen und ist doch absurd. Hopton Brown hat mit Voodoo so viel zu tun wie Dub mit Dubstep. Er ist ein klar denkender Elektroniker, der früh erkannt hat, dass es bald sehr viel mehr als nur 4 Tonspuren wie bei King Tubby geben wird. Dass Automationen in der Studioarbeit möglich sein werden, dass Fader kommen werden, die sich allein bewegen, Potis, die sich von selbst drehen. Mit solchen Gedankenspielen trifft er bei King Tubby auf einen Geistesverwandten. Und während man den beiden bei ihren visionären Gedankenspielen über die Zukunft der Elektroakustik lauscht und kein Wort versteht, heißt es, dieser Jude muss ein Wissenschaftler sein, ein Scientist. Dem Jude mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Bei jeder Gelegenheit, dass die Abläufe im Studio für ihn kein Problem wären. David Rodding erinnert sich an die erste Begegnung. Da war dieser Junge, der bei King Tubby spät abends noch draußen saß und Drehknöpfe zusammenschraubte. Ich habe ihn nach seinem Namen gefragt und er hat geantwortet, ich bin Scientist. Und ich mache das nur, weil ich eigentlich da drin sein will, und zeigt auf die Studiotür. Eines werde ich es sein. Der Tag, an dem er da drin ist, kommt im Jahr 1978. Tubby hat sich aus der Studioarbeit zurückgezogen, das meiste erledigt Prinz Jammy. Großspurig lässt Scientist des Öfteren verlauten, dass er es besser könne. Eines Abends steht Dolores vor der Tür, ein Playback aus dem Channel One unterm Arm und einen Sänger namens Barrington Levy im Schlepp. Der habe einen Song, der müsse hier und jetzt und sofort aufgenommen und gemischt werden. Jammy ist nicht da, auch kein Pat Kelly, Tubby selbst wird es nicht machen.
du hast doch immer gesagt, dass du es drauf hast, dann zeig es jetzt, stichelt er in Richtung Scientist. Weder Janjo noch Levi sind begeistert, doch es bleibt dir nichts anderes übrig. Entweder Scientist macht es, oder es gibt heute keinen Song. Notgedrungen willigen sie ein, zum ersten Mal in seinem Leben dem tobten Gesang auf und mischt Vocal und Dub. Die Single, die dabei entsteht, heißt Kollivit, springt direkt auf Nummer 1 und sorgt für Levi. Der Erfolg bringt Scientist einen neuen Arbeitsplatz. Er hat es geschafft und arbeitet jetzt drinnen, im Studio, muss keine Potis mehr schrauben. Er versucht gar nicht erst Tabby zu kopieren, er hat eigene Soundvorstellungen. Die versucht er auch bei Coxon zu realisieren, bei dem er nun auch ans Mischpult darf. Noch im selben Jahr steigt er dort mit dem Mix von Sugar Minutes O Mr. DC ein, jenem Tune, der die Tür zur Foundation Dancehall weit aufreißt. Danach verhilft er der Produktion von Willie Williams' Armageddon Time zu einer Soundbrillanz, die das Studio bisher noch nicht kannte. Er mischt unter anderem Johnny Osborne's Truth and Rights, Michigan and Smiley's Nice Up the Dance. Der Hausherr jedoch, Coxon, spricht von Sabotage, als Hopton ihm zu erklären versucht, dass die Klangregelung an den Kanälen eines Pultes nicht nur zur Korrektur im Mix, sondern auch schon bei den Aufnahmen zur Klanggestaltung genutzt werden können. Als Coxon zudem erfährt, dass Scientist fest bei Tabby arbeitet, ist das Intermezzo bei Studio One nach wenigen Wochen beendet. Kleinen Moment mal eben. Scientist revolutioniert den Sound von Tabby Studio. Er ist nicht bloß Engineer, er ist der Instrumentalist, der am Mischpult die Tracks abschließend signiert. Mit stoischer Körperlichkeit und tentakelhaften Bewegungen seiner Finger verschiebt er Feder und dreht an Knöpfen. In nie gehörter Klarheit krachen seine Einstellungen aus den Boxen. Lautstärke paart sich mit kontrollierter Aggressivität. Jede Frequenz eine tosende Welle, sauber abgestuft zwischen Höhen, Mitten und Tiefen. Scientist designt den neuen Trends der Dancehall, ein akustisches Äquivalent. Geht es an die Version, kennt der junge Mann keine Schranken und lässt die Kollegen alt aussehen. In einem jamaikanischen Studio ist man nie allein. Und wenn Scientist zu dubben beginnt, entsteht Aufruhr unter den Anwesenden. Er jagt den Testton des Pultes durch die Effektgeräte, ignoriert alle Gewohnheiten, reizt das Spreuen des Hallgerätes bis zur Zerrgrenze aus und verzichtet darauf, à la Tabby höhenlastige Signale durch den Highpass-Filter zu schicken. Stattdessen moduliert er den Bass, was die bisherige Dub-Praxis auf den Kopf stellt. Virtuos dubbt er an den Arrangements vorbei, kreiert seinen eigenen Swing, lässt Lücken entstehen, reißt Stimmen mitten im Wort oder Instrumente mitten im Thema ab und versenkt sie in der Echoschleife. Scientist-Dubs sind radikale Experimente sinfonischer Anarchie, knarzige Science-Fiction aus dem Effektuniversum. Und das alles mit gnadenlos gutem Sound. Im Sog des Erfolgs von Kollivit reißt sich von nun an jeder um Scientist und gieren nach seinen Dubs. Das Genre ist gerade 5-6 Jahre alt, da hat ihm der baumlange Schlags mit seiner innovativen Mischtechnik ein gewaltiges Upgrade verpasst. Scientist ist zu dem Zeitpunkt 17. Ich kann mich erinnern, wir damals Dubs gemacht, wir haben diese Greensleeves-Platten auch entdeckt und haben gedacht, was für ein Wahnsinnszeug ist das? Und das Mischpult als Instrument, wir sind völlig abgefahren. Es hat Jahre gedauert, bis wir begriffen haben, dass wir waren so Mitte 20, auf jemanden abgefahren sind, der gerade mal 17 war. Und ich habe ihn mehrfach getroffen und es ist wirklich ein Riese. Und der sitzt am Pult. Und, also eigentlich kennt man immer, dass Leute, die Dubs mischen, die ganze Zeit so unterwegs sind. In Jamaika hat das nur Lee Perry gemacht. Und Scientist war eigentlich der krasseste von allen. Der hat sehr lange Finger, die liegen auf dem Pult, dann macht er nur so. Solche Bewegungen. Zwischendurch dreht er mal was. Und dabei kommen irrsinnige Sachen raus. Und das, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist die Vorgeschichte zu diesen 6 Platten, über die wir gerade geredet haben. Und als ich Scientist das erste Mal getroffen habe, war sein Cousin dabei. Und sein Cousin hat damals ihn angerufen und hat gesagt, hör mal, Hopton, weißt du eigentlich, dass unter deinem Namen Scientist hier in England Platten in großem Stil über die Theken gehen? Und Scientist wusste nichts davon. Was jetzt auch nicht so mega ungewöhnlich ist, es ist ganz normal gewesen, dass Künstler veröffentlicht wurden
in anderen Ländern außerhalb von Jamaika und die Künstler haben es selbst nicht gewusst. Das hat was mit dem jamaikanischen, mit der jamaikanischen Art zu tun, wie das Geschäft läuft. Das Geschäft lief so, dass Künstler zu Auditions, zu den Studios gegangen sind. Da waren freitags, donnerstags feste Termine. Da konnte man dann hingehen und singen. Entweder einen Song, den man geschrieben hatte und den man gerne aufnehmen wollte, oder man hat demonstriert, wie toll man singt. Gesagt, geil, machen wir, komm nächste Woche Montag um 14 Uhr, dann nehmen wir den Tune auf. Dann wurde der Tune aufgenommen. Jeder hat natürlich immer um sein Leben gesungen, weil er wusste, das ist eine Riesenchance, einen Song aufzunehmen. Nicht um damit das große Geld zu machen, sondern um aus der Misere des Lebens herauszukommen. Diese Musik kommt aus Downtown, also da, wo jeder Pfennig zählt. Und wenn jemand dann einen Song aufgenommen hat und er hat vom Produzenten dann dafür $5 gekriegt, dann hat er damit für ein paar Tage seine Familie ernähren können. Und wenn er Glück gehabt hat, dann wurde dieser Song erfolgreich und er konnte dann bei Sound Systems diesen Song live performen. Dafür brauchte man diese Playbacks, diese Dub-Playbacks, dafür wurden sie eingesetzt. Und wenn er ganz viel Glück hatte und der Song richtig Boom gemacht hat und abgegangen ist, dann konnte er Dubplates damit voicen. Und das war das eigentliche Geschäft, weil da haben sie ein Vielfaches an Geld gekriegt für Dubplates. Ich gehe davon aus, jeder weiß, was Dubplates sind, was Dubplate voicen heißt. Ja? Okay. Da haben sie dann einfach nicht nur $50 gekriegt, sondern vielleicht auch 100 oder 200 und 500, je nachdem, wie groß dieser Tune ist. Und das war schwarz eingenommenes Geld. Damit war jeder, wobei Schwarz in Jamaika überhaupt gar keine Rolle spielt, weil Steuererklärung und solche Sachen gibt es natürlich Downtown nicht. Aber es war Geld, mit dem sie eine Zeit lang leben konnten. Was natürlich dazu führt, dass wir heute diese Misere haben, dass große, große Künstler wie Junior Biles verrecken, weil sie kein Geld mehr für ihre Medizin haben, weil sie kein Einkommen mehr haben und dass von woanders her Geld gesammelt werden muss, damit diese Künstler noch was haben. Es gibt einfach in dieser Zeit kein Urheberrecht, auf das sie sich zurückziehen können. In dem Moment, wo die Songs aufgenommen sind, gehören sie dem Produzenten. Und der kann damit machen, was er will und hat das auch einfach schön gemacht. Das war aber jetzt auch nicht kriminell. Das war, so war das Geschäft da. Dass wir das aus unserer heutigen Sicht anders sehen, hat einfach was damit zu tun, dass wir eine andere Tradition im Umgang mit sowas haben und dass wir von vornherein eine GEMA hatten. Heute ist das in Jamaika auch nicht mehr so, aber es war damals in den 70er Jahren so. Und da gab es eben Leute wie diesen Janjo Laws, der hier gerade in dem gelesenen Part vorkommt, oder Linville Thompson, das sind zwei große Player. Linville Thompson ist ja eigentlich ein Sänger gewesen, der sehr viele tolle Rootsplatten gemacht hat, der aber sehr schnell gemerkt hat, das eigentliche Geld verdient man als Produzent. Und deshalb ist Linville Thompson vor 6 oder 7 Jahren zum ersten Mal in Deutschland gewesen, obwohl er schon so einen Stapel erfolgreicher Platten gemacht hat. Aber der hat mir im Gespräch gesagt, das hat mich alles nicht interessiert. Ich bin in Jamaika geblieben und habe Platten produziert und damit habe ich mein Geld verdient und nicht mit Konzerten. Und die beiden, Janjo Laws und Linville Thompson, hatten gute Connections nach England zu Greensleeves. Und Greensleeves hat dann deren Platten veröffentlicht. Was schon völlig normal war, dass Dubs mitgemischt wurden. Also wurde ein Song gemischt im Studio, dann wurde danach auch eben schnell der Dub gemischt. Und ich meine das genau so eben schnell. Der Song war fertig, das hat gedauert, bis man das eingestellt hat und so. Dann jetzt eben den Dub. Und dann wurde das Tape noch einmal laufen lassen. Und in der Zeit entstand der Dub. Da hat keiner irgendwas geplant und dann mache ich so und so, sondern die haben eben mal kurz weg improvisiert. So lange wie der Song dauert. Dann war das alles auf Bändern. Es gab ja keine digitalen Kopien, da sind wir ja noch weit von entfernt. Diese Bänder sind dann von Linville Thompson und Janjo Laws und nach England transportiert worden und sind verkauft worden an Greensleeves. Die sollten aus dem, was auf diesen Bändern drauf war, Platten von Wellington Levy, von Wailing Souls, von Michael Prophet, von Johnny Osborne und wer auch alles in dieser Zeit groß war. Das ist auch alles passiert. Nur bei Greensleeves festgestellt, da ist ja zu jedem Song auch noch ein Dub dabei. Den haben wir ja gar nicht bestellt, aber den haben wir jetzt. Der wurde mitgeliefert, weil niemand im Kopf hatte, dass das ein Geschäft sei.
mit diesen Dubs. Das war einfach völlig normal, das kam auf die Rückseite, das wurde einer Single, das wurde in den Soundsystems benutzt, aber dass das ein Geschäft war, das ist bis heute in Jamaika noch nicht angekommen. Und dann haben aber die beiden Betreiber von Greensleeves, die große Tubby-Fans waren, gesagt, wir machen Dubplatten. Und einer von den beiden hat sich dann Konzepte ausgedacht, nämlich zum Beispiel, wir machen eine Platte, da geht es um einen Boxkampf. Und dann schreiben wir drauf, Scientist versus Prinz Jammy, weil Prinz Jammy hatte zu dem Zeitpunkt, wo diese Platten entstanden sind, schon einen Namen. Der hatte schon länger einen Deal, weil der ja Produzent und Engineer in einer Person war. Der hatte schon länger einen Deal mit England und von dem gab es schon diverse Dubplatten und die liefen auch. Also Scientist kennt in England kein Mensch, also müssen wir den aufbauen, indem wir sagen, Scientist und Jammies haben diese Platte zusammen gemacht. Scientist schwört, dass jeder Mix von ihm ist. Und wenn man es sich anhört, muss man sagen, der wird wohl recht haben. Und dann haben sie eine andere Platte genommen und haben gesagt, war gerade Weltmeisterschaft oder irgend sowas, Scientist wins the World Cup. Die haben einen Comiczeichner namens Tony McDermott genommen, der den Auftrag gegeben, diese Cover zu designen. So entstehen diese Comic-Cover, die dann ab da plötzlich das typische Artwork für Dub-Platten sind. Es gibt ganz viele Dub-Platten, die so ein Comic-Cover haben, die beginnen mit diesen Platten. Und das Dritte, das ich zeigen will, ist diese Vampir-Platte. Und davon spiele ich mal einmal, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache, einen Ton, einen Song kurz an. This is the curse of the Und ihr wisst, ne? Some Call It Waterhouse, Firehouse Rock von Wailing Souls. Ich nehme noch einen zweiten Tune, damit dann man mal das Prinzip erkennt. Habe ich jetzt nicht richtig drauf eingestellt. Wichtig sind die Geräusche, die da im Hintergrund sind, dieses Klirren und was man da hört. Das sind alles Sachen, die in England auf die Dubs drauf montiert wurden. Genauso wie dieses süße so und so, diese komischen Zombie-Stimmen, die da drauf sind. Weil man hatte die Idee, dass man eine Vampirplatte macht. Und dann ist man hergegangen und hat, früher gab es ja so Geräuschplatten, da hat man dann dieses Kettenklirren und etwas, was sie anhören würde, wie zerberstene Knochen, drauf gesampelt, würde man heute sagen. Man ist mit Clint Eastwood und General Saint mit den beiden in ein englisches Studio gegangen und die haben dann diese Geräusche und This is the Sound und was weiß ich nicht drauf gespielt. Und dann hat man, um dem Ganzen auch richtig auch noch einen Stempel drauf zu geben, hinten auf die Platte geschrieben, Mixed at King Tubby's Studio by Scientist at Midnight Freitag den 13. Um Mitternacht, Freitag den 13. hat Scientist diese Platten gemischt. Das ist erstens alles Blödsinn und zweitens alles ausgedacht und designt in England. Und das Problem ist, Scientist hat davon nichts gewusst. Der hat es einfach nicht gewusst und erfährt von seinem Cousin, dass diese Platten gemacht worden sind. Und dann beginnt ein jahrzehntelanger Rechtsstreit, wo jeder so seine eigene Interpretation und Geschichte und Deutung hat. Und Scientist hat oft Recht gekriegt und konnte aber nichts dagegen machen, dass diese Platten veröffentlicht wurden. Er hat einfach nur durchgesetzt, dass er dafür dann auch bezahlt wurde. Aber nicht für die Mixe, die er gemacht hat, weil die Mixer, dafür ist er ja schon bezahlt worden von den Produzenten. Und der Mix ist nicht ein
Das ist nichts, was urheberrechtlich relevant ist. Aber für die Verwendung seines Namens hat er dann halt Geld bekommen. Das war auch richtig. Und trotzdem hat Scientist keine Gelegenheit ausgelassen zu klagen, besonders als dann von dieser LP, ich glaube 6 Titel, für den Soundtrack von einem Videogame namens Grand Theft Auto, das dürften die meisten kennen, verwendet wurden. Und das ist ja so ein Killer-Videogame mit blutrünstig und Mafia möglichen. Und das fand Scientist aus Überzeugung schrecklich. Also politisch ist das eigentlich ein sehr korrekter Typ und wollte in so einem Zusammenhang nicht auftauchen. Hat wieder geklagt, konnte sich nicht durchsetzen. Da ist alles dabei geblieben. Also Greensleeves hatte ordentliche Verträge gemacht mit dieser Firma, die das rausgebracht hat. Greensleeves hat aber aus Naivität übersehen, dass drin stand in den Verträgen, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, egal wie sie ausgeht, die Kosten übernimmt Greensleeves. Und das war ein sehr großer Prozess, ein sehr teurer Prozess. Und der ist vermutlich, keiner spricht offen drüber, aber der ist vermutlich der Grund, warum es Greensleeves nicht mehr gab. 2 Jahre nach dieser Gerichtsverhandlung ist Greensleeves dann von VP aufgekauft worden. Heute, es läuft immer noch alles unter Greensleeves gehört, aber inzwischen einer amerikanischen Firma, die früher aus Jamaika kam und dieses Randy-Studio hatte mit der allerersten Java-Java-Java-Java-Platte. So. Da Scientist immer wieder Gerichtsverfahren angestrebt hat und es auch nicht ausgeschlossen ist, dass, wenn er dieses Buch sieht, das auch nicht so toll findet, dass er vorne drauf ist. Also die Rechte an dem Foto habe ich, aber da wird er, je nach, wir haben uns gut verstanden, wie man das sehen kann. Er lacht ja auch. Was, die letzten 10 Jahre hat es keine Fotos gegeben, wo Scientist freundlich guckt, außer hier. Das würde ich ihm dann auch sagen, wenn ich ihn treffe demnächst. Und es hat eine Gerichtsverhandlung gegeben, wo dann zum Beispiel als Zeuge der Gegenseite Prinz Jammy aufgetreten ist. Und das hat die ganze Situation extremst verschärft, verhärtet. Da sind Morddrohungen ins Spiel gekommen. Und Scientist hat nach 10 Jahren seiner aktiven Zeit auf Jamaika das Land verlassen und hat es nie wieder betreten. Und inoffiziell verschiedene Quellen, seriöse Quellen haben gesagt, der hat einfach um sein Leben gefürchtet. Der hat sich einfach mit allen Leuten angelegt. Es war die Hochzeit, wo in der Künstlerszene Jamaikas neben dem Aufnehmen von Musik auch noch der Handel mit diversen Drogen eine große Rolle gespielt hat. Da wollte er, und deshalb, egal ob er beim Tafkong oder bei King Tubby oder bei Channel One gearbeitet hat, der fand das alles scheiße und hat immer opponiert, ist ein ganz streitlustiger Typ. Streitwilliger Typ, und dann hat er sich einfach da so sehr drüber in die Probleme gebracht, dass er nichts anderes mehr gesehen hat, als das Land zu verlassen, und von dem Moment an war er unbedeutend, weil außerhalb von Jamaika gibt es einfach nichts, wo er viel mitmachen kann. Also der taucht ab und zu mal auf, und in diesem Jahr wird er sogar beim Summer Jam den Live-Mix von Ja9 machen. Das ist aber eine totale Ausnahme, das ist jetzt nicht der Beginn einer neuen Karriere. Und weil alle Leute angezickt waren, weil Scientist immer klagt und klagt und klagt, gab es dann einfach auch keine Platten mehr von Scientist, weil die gesagt haben, oh, wenn wir Scientist rausbringen, dann gibt es sofort wieder eine Klage von ihm drauf. Und das geht so weit, dass auch andere Firmen, nicht nur VP und Greensleeves, weiß ich von meiner ganzen Schreiberei, englische Firmen wie Secret Recordings oder so, die wollen sich dann von mir Platten empfehlen lassen, die sie nochmal neu auflegen sollen. Und dann sage ich, mach mal die. Aber nichts, wenn Scientist draufsteht. Also der hat einen Namen in der Branche und hat sich versaut. Und hat aber gedacht, der denkt immer, er ist im Recht. Und wenn die Platten nicht rauskommen von mir, dann bringe ich die selber raus. Und dann hat er diese ganzen Platten und noch ein paar andere auf einem obskuren russischen Label namens Mir selber rausgebracht. Und das Merkwürdige war, Greensleeves oder VP hat überhaupt nicht drauf gezuckt. Die hätten das ja alles verbieten, unterbinden können und so. Nein, die haben okay. Das waren keine großen Auflagen, die waren dann irgendwann auch weg. Erkennt man daran, dass das eine ist hier eine Mir, dann steht hier unten auf einem so ein russischer Stempel, dann kann man diese Platten identifizieren. Und natürlich hat
VP reagiert. Und zwar, nachdem das alles schon abgekostet war und niemand mehr über diese Bootlegs geredet hat. In dem Buch schreibe ich dann, und dann hat das Imperium zurückgeschlagen. Sie haben einfach den Namen Scientist getilgt. Sie haben diese Platten neu rausgebracht und haben sie verändert. Es sind dieselben Platten, aber sie heißen anders. Sie heißen jetzt nicht mehr Scientist Wins the World Cup, sondern sie heißen jetzt Junjo Wins the World Cup. Und nicht nur das, sie haben auch die Cover verändert. Also hier sieht man, dass Scientist gerade das Tor schießt. In der Version schießt der Schiedsrichter das Tor. Und so haben sie es mit allen diesen Platten gemacht. Hier ist Scientist am Mischpult. Der Scheinwerfer ist hier oben. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen in der Junjo-Präsenzversion ist der Scheinwerfer nach unten gekippt und man sieht Scientist nicht mehr. Und die schönste Variante ist das Nummern-Girl von dem Boxkampf. Also in der einen Ecke sitzt Jammies, in der anderen Ecke sitzt Scientist. Und in der Mitte steht das Nummern-Girl und es ist dieselbe Runde, dasselbe Nummern-Girl, nur steht es plötzlich jetzt da, wo eigentlich Scientist sitzt. Das hat natürlich zu ganz viel bösem Blut geführt und das hat Scientist noch saurer gemacht und dann sind Morddrohungen gelaufen und das ist eine Geschichte, die findet nie ein Ende und es gibt in diesem Buch ein kleines Gossip-Kapitel, wo ich das so ein bisschen alles aufdrösel und Knatsch und Tratsch da mal auch dargestellt habe. Ich weiß nicht, ob die Stunde um ist. Ich würde an dieser Stelle einen Break machen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wer möchte, kann gerne ein Buch von mir haben. Ich signiere die auch gerne, wenn jemand das möchte. Wenn ihr Fragen habt, wenn wir ein bisschen diskutieren wollen, können wir das sehr gerne machen. Aber dann muss jemand eine Frage stellen. Warum die so erfolgreich sind? Warum die so erfolgreich sind? Das, da gibt es nicht die... Es gibt, glaube ich, nicht nur einen Grund, aber einer der hauptsächlichen Umschlagplätze sind einfach die Immigrantengemeinden, die es in Amerika und vor allen Dingen in Europa, in England gibt. Und dadurch kommen andere Leute mit Sachen in Berührung, die sie sonst nicht gehört hätten. Und so gibt es ja da diesen Skinhead und Boss Reggae, so ganz in der Anfangszeit, den so die Arbeiterjugend der weißen Engländer sich auch zu eigen macht, weil es so ein ähnliches soziologisches Empfinden oder Lebensgefühl gibt, wie die, ich meine, die jamaikanischen Immigranten, die nach England geholt worden sind, die sind ja eingeladen worden von, das sind ja keine Flüchtlinge, wie wir jetzt diese Diskussion hier haben, sondern die sind ja geholt worden, das war ja auch noch eine englische Kolonie und dann kommen und sie finden keine Arbeit, sie finden keine Wohnungen. An den Häusern steht no whites, no dogs, no Irish, no blacks, no dogs. Das ist so, sind sie empfangen worden. Und sie sind aber so viele, dass sie sich in England zum Beispiel, in London, eine eigene Existenz aufbauen. Das sind eigene Communities mit eigenen Runnings. Da gibt es dann auch die Soundsystem-Veranstaltungen, die in England ja ganz schnell was anderes werden als das, was sie in Jamaika waren. Und wenn da Weiße rein wollten, das hat mir zum Beispiel mein Professor gesagt, lass denen nichts erzählen, die Weißen waren am Anfang nicht willkommen. Die Weißen haben aufs Maul gekriegt, wenn sie hier rein wollten. Und dann gibt es diesen Turning Point, dass Bob Marley auf einmal mit No Woman No Cry die Charts der Welt erobert. Und da verschmelzen sich diese ganzen Gruppen und dann kriegen ganz viele Leute mit, dass in der Jamaika
deutschen Art, mit Musik umzugehen, Elemente drin sind, die man sich auch anders nutzbar machen kann. Das sind so Dinge wie bestimmte Soundspielereien, eine Snare mit Hall, also die Snare-Trommel vom Schlagzeug, wo dann noch ein Hall normal drauf ist, hat es in der englischen Popmusik vorher nicht gegeben. Das haben die Jamaikaner nach England gebracht und auch ein bisschen nach Amerika. Nun kann man immer sagen, oh, es hat schon 20 Jahre vorher das gegeben. Einzelfälle, klar. Es gibt immer zu jeder ersten immer noch eine noch erstere Nullnummer. Aber dass es die Regel wurde, das verdankt man letztendlich den Jamaikanern. Genauso wie, dass die Dub-Mixe eben der Anfang der Extended-Mixe sind. Gleichzeitig entstehen ja in dieser Zeit auch die 12 Inches und dann hat man einen Song und den verlängert man dann und hängt hinten einen Dub-Mix dran und dann macht sich die Popmusik das zu eigen und macht dann da auch einen Extended-Mix raus. Das gibt es dann von Punk-Bands zuerst und hinterher Pop-Gruppen in England auch. Und das, was wir jetzt heute darunter verstehen, dass wir heute Remix sagen, ist ja was ganz anderes, weil die Remixe sind ja komplett Neuerfindungen mit neuen Beats und neuen Harmonien und so. Aber damals haben sie einfach einen neuen Mix gemacht und hinten dran gehauen. Und man darf nicht übersehen, dass es so ein, es gibt so eine Adaption eines Lebensgefühls. Das ist manchmal sehr tricky, weil das ja auch nicht immer stimmt, aber man hat so das Gefühl, so wie die englischen Arbeiter, die Leute gedacht haben, wir sind die armen Schweine der englischen Gesellschaft und die sind auch die armen Schweine und die haben aber einen Soundtrack, mit dem sie sich da freitanzen können. Und deshalb hat es ja auch dazu geführt, dass Punk und Reggae eine ganz starke Liaison eingegangen sind, dass Punkbands auch Reggae gespielt haben, The Clash und The Members und wie sie alle hießen, solche Gruppen. Und so kannst du es durchführen. Und dann gibt es eben noch diese Überfigur Bob Marley, der eben in vielen Ländern zu so einem One-Love-Hero verklärt wird, aber eigentlich ein ganz kämpferischer Get-Up-Stand-Up-Typ ist. Und ich habe mal, ich weiß nicht mehr mit wem, ein Interview gesehen, da sagte dann jemand, du kannst hinkommen auf der Welt, wo du willst. Wenn irgendwo eine Gruppierung für ihre Rechte kämpft, dann sind darunter Leute, die ein Bob Marley-T-Shirt anhaben. Und da ist was dran. Und all das sind so kleine Bausteine, die das eben machen. Und dann gibt es noch hier das Kraut der Weisheit. Spielt auch eine Rolle. Das wäre meine Erklärung dazu. Die nächste Antwort fällt kürzer aus, wenn ihr jetzt nichts mehr habt. Ich will euch nicht in Grund und Boden reden, das ist nicht meine Absicht. Aus Mexiko, die halt auch irgendwie Anlagen gebaut haben und da Musik gespielt haben oder so. Aber das ist halt nie auf das internationale Parkett in der Form gebracht worden oder angekommen, wie es halt die Jamaikaner mit Bomali oder so nachher geschafft haben. Ja. Und klar, dieser Aspekt von Generation Windrush, die erwähnt wurde. Genau. Und so, das spielt natürlich alles. Aber du hast ja den Erfolg in der Popmusik in England ja lange vor Bob Marley, sind ja schon die englischen Sachen, nein, die jamaikanischen Sachen in den englischen Charts. Das hat auch was damit zu tun, dass diese Musik sehr catchy ist, dass sie sehr einfach gehalten ist, dass sie sehr tanzbar ist. Also, wie gesagt, es gibt Afrobeat reden, der es jetzt heute geschafft hat, mit einem Beat, der in den 90er Jahren in Jamaika erfunden worden ist, das muss man ja auch mal ehrlich sagen, Afrobeat ist ja nichts Neues. Es kommt jetzt nur von woanders, aber die Beats sind die alten Diwalis aus den 90er Jahren. Ja, mehr oder weniger. Und dann gibt es eben auch so ein Bedürfnis nach alternativen Inhalten und also da kommen
viele, viele Sachen zusammen. Ja, das dauert natürlich, weil das sehr viel Arbeit ist, aber wir haben, also das war von Anfang an, das Buch habe ich komplett alleine gemacht, also der Verlag, der da drauf steht, ist ein Geschäftspartner von mir und, ne? Aber diese ganze Vertriebsstruktur, die man braucht, um Bücher zu verkaufen, die kann man nicht machen, wenn man Steuererklärungen und irrsinnige Transportkosten und so bezahlen muss, da brauchst du halt international aktiven Verlag, der das von sich aus überall hin transportiert. Und wir haben einen Verlag gefunden, oder ich habe einen Verlag gefunden, der da sehr daran interessiert ist. Wir führen Gespräche, wir haben die ersten Probeübersetzungen gemacht. Und in dem Buch, was dann kommen wird, werden auch Bilder drin sein. Das habe ich jetzt hier aus finanziellen Gründen nicht gemacht, aber das wird dann passieren. Aber geh mal davon aus, dass es bestimmt noch ein Jahr dauert, wenn nicht länger. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die dann hinterher arbeiten, wenn das alles klar ist. Die Übersetzung dürfte nicht so lange dauern. Und dann geht es darum, Rechte für Fotos zu kriegen und so. Das kann auch 2 Jahre dauern. Keine Ahnung. Dann wird der unter... Wenn es das schwarze Buch des GAP sein sollte, wäre vielleicht interessant, so ein bisschen globale... Klar, also das war von vornherein klar, dass es eigentlich auch eine internationale Version braucht, weil es hat ja jetzt nicht so viel mit Deutschland zu tun. Ne? Es hat ein bisschen einen europäischen Schwerpunkt so im Outro, um da so ein paar Beispiele zu zeigen, wo eben in Europa wie auch gearbeitet wird, in Spanien, in Italien gibt es tolle Dub-Engineer und so weiter. Der amerikanische Aspekt ist ein bisschen arg klein, den würde ich vielleicht größer machen für eine internationale Version, das weiß ich aber alles noch nicht. Also es muss klar sein, wie wir es angehen wollen und dann werde ich das letzte Kapitel umschreiben, also sozusagen auf die internationale Version zuschneiden. Und ansonsten historisch bleibt es so, wie es ist und da ändert sich nichts dran, außer dass dann irgendwann nicht mehr 50, sondern 52 Jahre sind, dann wird dieser Titel... der Untertitel entfallen und bin gespannt, es sind inzwischen schon einige der Protagonisten, mit denen ich gesprochen habe, nicht mehr da, was irgendwie auch eine ganz traurige Erfahrung ist, wenn man mit jemandem redet und auf einmal hörst du, der lebt nicht mehr. Also die traurigste Erfahrung, ich habe ein langes Interview mit Stiles Scott gemacht. Das war der Drummer von den Roots Reddicks, die in dieser Zeit, also die Platten, die ich eben gezeigt habe, das sind alles Roots Reddicks Rhythms. Und der hat aber auch in England bei Dub Syndicate gespielt und bei Audio Sound. Der ist also quasi der Wanderer zwischen den Welten gewesen, zwischen der jamaikanischen Welt und der europäischen Welt. Und der hat, das war das schönste Interview, ich wollte von dem nur einfach wissen, wie war es mit Dub Syndicate, mit Roots Reddicks. Der hat mir sein ganzes Leben erzählt, mit seiner Kindheit, von den Großeltern, wo er aufgewachsen ist, von Jan Kuno in dem Dorf, wo er gelebt hat und all solche Sachen. Und der hatte auch eine sehr klare Vorstellung über den Unterschied von dem, was in England von weißen Produzenten unter Dub verstanden wird und was in Jamaika unter Dub verstanden wird. Das Lustige ist ja, als in Jamaika das aufhört mit dem Dub, weil Jamaika digital wird, übernehmen ja quasi die Engländer und machen Dub noch viel größer und verkaufen noch viel mehr Platten. Aber es ist mehr im Spiel. Dennis Bovell und Matt Professor, die beiden schwarzen Engineer, der eine kommt aus Guyana, der andere aus Barbados. Und dann gibt es 2 weiße Engländer, die da, also Adrian Sherwood und Mark Lazar, die Jamaikaner spielen, dabei plötzlich gar keine Rolle mehr. Und die verändern die Struktur und das ganze Wesen, jeder auf eine ganz andere Art. Und Sherwood, Onyo Sound, der hat... eine ganz neue Zielgruppe angestrebt. Der wollte gar nicht die Jamaikaner bedienen. Der hatte ganz schnell die Schnauze auch voll von Jamaika. Und Stiles Scott hat gesagt, wir haben versucht mit Onyo Sound und die Idee von Pink Floyd heranbringt. Das war der Gedanke dahinter. Der hat ja gar keinen Hehl rausgemacht. Er hat gesagt, ich hätte so gerne, also Dub Syndicate ist eine geile Band, nicht falsch verstehen. Aber das sind keine Versions. Die sind ins Studio gegangen und haben diese Musik komponiert. Da gibt es keine Erstversion. Hier und da schon, aber im Prinzip nicht.
Und Stan Scott hat mir gesagt, das ist eine der zentralen Aussagen in dem Buch, ich hätte total gerne mit Dub Syndicate in Jamaica gespielt, aber es wäre nicht gegangen, weil die Jamaikaner es nicht als Dub akzeptiert hätten. Sie hätten gesagt, das ist Instrumentalmusik. Das fand ich mega spannend. So, das war nicht nur wegen der Aussagen, sondern wegen der ganzen Atmosphäre das geilste Interview. Stundenlang haben wir in so einem Yard von China unter einem riesigen Baum gesessen und er hat erzählt und erzählt. War so ein richtig höflicher Engländer, der hat in den Pausen geraucht und wollen wir weitermachen? Ja, Zigarette aus, kannst du auch? Nein. Der hat mich hinterher gesagt, wie kommst du denn jetzt wieder zurück zum Hotel? Ich bring dich hin. So, mach auch völlig ungewöhnlich. Ja, ein paar Monate später war er dann umgebracht. Wegen eines blöden Drogengeschäftes. Aber das ist schon komisch gewesen, muss man einfach sagen. Dann Pat Kelly lebt nicht mehr, Bunny Lee lebt nicht mehr. Und Soldier Hamilton lebt nicht mehr, der ist Weihnachten gestorben. Über den werde ich eigentlich so der zweite Teil, dass ich das im Moment als Nachruf mache für jemanden, der vor 2 Monaten erst gestorben ist. Ja, aber umso wichtiger ist es, dass man Bücher schreibt. Ja, dass man das sammelt. Ja. Ne, genau, dass man das sammelt und festhält. Und das ist ja die Musikgeschichte, die jetzt nicht so die Hochkultur ist oder so. Über die Stones und über die Beatles ist alles gesagt. Aber es gibt Musiken, nicht nur Reggae, es gibt im Country, im Blues, in allen möglichen Bereichen. Gibt es irgendwelche bekloppten Nerds, die sich ganz viel Arbeit machen und so Bücher schreiben, ihr ganzes Geld da reinstecken und so, damit Erinnerungen und Fakten und so weiter erhalten bleiben. Das ist so. Und davon lebt die Musikgeschichte. Also meine ich jetzt nicht so, sondern das ist das Buch, was ich auch gerne lesen würde und ja. Jetzt habe ich es mir selber geschrieben. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann lösen wir es auf. Hier stehen schon andere Leute und scharren mit den Hufen. Die wollen jetzt Alarm machen. Ich bin ja noch hier. Wir können ja noch ein paar Einzelgespräche führen. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ne? So, thank you and thanks for the lecture of the Jamaican music and you can get the books here. So after that, if you have any question, asking the Helmut again, and we have another special program from the sound system crew, which called the Young Veteran Sound from the Cologne, west of Germany, and then they build up the sound system by themselves. And also now they created a company and then to make a Simba sound system. But of course later on is a Sadie and the all young veteran crew and they explain to you about sound system. And then now what they're going to do, they connected the old sound system right now. And then if you have a sound man and if you have any question of the sound system and then just ask them and then they're gonna preparing beginning to the end, right? Okay, Sadie, you want to say something? Take it over the mic. Yes. Hello, greetings. Greetings to everyone. I noticed that you speak English and maybe some other people are speaking English, so I hope it's okay if we speak English today so everybody can understand. Yeah? Okay. Yeah, man. Thank you for being here in Berlin. Yeah, for coming on down here and share the vibes with everyone. It's a pleasure to be here and an honor, you know? Thank you for the family and friends. It's very nice vibes here in a record shop. Yeah, I wish we have something like that in Cologne, you know? But it was a long time ago that we used to have something like that. But, you know? So, revival vibes, you know, tonight. Yeah, man. Yeah. Yes, greetings. Yeah, man. Yeah, we're coming on down today with a crew, Max and Cabo. We brought
a small sound system with us. It's called the Simba sound. And today we would like to, you know, answer some questions from the beginning on or at the end or anytime. If somebody has any question, we would like to help the people to explain, when possible, something about the sound system. And yeah, you know, yeah, if somebody has any question in general, he can ask already. Otherwise, we can start explaining something about sound system and then the way we do it. All right, no one is having any question. All right. Yeah, so basically, we brought today a four-way sound system. It's tiny, it's small, it's made with our hands, it's handmade in Cologne. It's all 10-inch boxes, yeah? So the drivers are 10-inch from the bass to the kick to the mids, except the tops, of course, they are 1-inch compression drivers. Our aim when we build a sound system is to play all notes possible with the driver. Of course, the first question was, which driver size should we go for? Because you have nowadays 24-inch drivers, you have 21-inch drivers, big drivers, yeah, deliver a lot of low frequencies till 18 and 15 and on and on. And I was like, what is the purpose to build a sound system, a small sound system? We have to try to find the right combination between the size and the frequencies. So we tried different drivers at the beginning, and then we decided to go for a 10-inch driver. As well to go to with a 12-inch driver, but we found out that the box is gonna be a bit too big. Yeah, our aim when we finish the mini sound system is to build it as small as possible so it can fit in a car, in a small car. You can move it, you can carry it maybe on a bicycle like back in the days, you know, carry the sound system maybe on the back and walk it on the streets and, you know, just to spread the sound system culture. So we decided to go for a 10-inch driver. And then this way, as you can see, the boxes are really small, yeah? So any person basically can handle a sound system, you know? Yeah, and so we decided to run full 10-inch sound system. And after we tried with a 10-inch driver, we found out that we can go as low as 50 hertz with one cabinet. So the idea was stacking at least two cabinets together so we can go even lower than 50 hertz. So the idea was positive, and then we built and designed these bases. We designed these kicks and we designed these tops, and the response, the frequency response was awesome. And now we're happy to bring it here and then show it to you and explain what we're gonna do. And yeah, this was the basic idea about bringing the sound today as well, you know? Yeah, so as mentioned already, we brought bass, kicks, and tops. This is about the sound. It's connected with a wire, with a cable, from the boxes up till here. Yeah, we don't use Wi-Fi or Bluetooth or any kind of connection, you know, we just wire it. Basically, the bass is connected to a bass amp. The kick is connected to a bass, to a kick amp. The mid is connected to a mid amp, and the tops
are connected to the top amp. What today we're gonna try, even for the first time, we broke a preamp. Yeah, so it's the first time that we're gonna play the cymba sound on a preamp. The purpose on that as well is to show you maybe a preamp, what a preamp is, if somebody doesn't amp with us. Be explained a little bit how we do wire, or what is a preamp, or what is an amp, etc. Yeah? Is everything clear till now? Yeah? Everything clear? Okay. Yeah, man. We have to teach the young generation, because, you know, they're coming soon with the cell system, you know what I mean? Yeah, man. Later on, I'm going to explain him everything in German, if I can. Yeah? All right, mama. All right? Yeah, it's better, isn't it? Yeah. All right, so I hope we can set a small table over here so we can... I'm going to put the mic on the side first, and then we're going to set the electricity. Just turn on the electricity on the preamp. Turn on the electricity on the amp. Give them power, and we're going to wire everything. I'm wiring it for the first time. I've never connected this preamp to the amp, to any cable. So basically, we're doing it together for the first time, you know? Yeah. Even the result with a preamp, haven't heard it before. So I'm happy just to be here with you and then see what's going on. And if we have any trouble, we're going to try to solve this problem even with you in front of you, you know? Yeah? I hope we're not going to have any trouble. But if we're going to have trouble, there's no trouble. There's always solution when it comes to sound system. All right? Yes. Yeah. You always learn. Every time you set the sound system and you try a different combination, you always learn about the sound system. And that's what we're basically do. Every time we try something different to learn more about the sound system. All right. First, I'm just gonna give power to the preamp and the amp, nothing else. And then the next step, I'm gonna explain it. All right? Yes, selector. Thank you.
Check, 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 check. Ja. Thank you.
Thank you.